Judo ist die Sportart, die von Anfang an bei der Bayerischen Spitzensportförderung am Start ist. Und die Erfolge, die Judokas generieren, beruhen auch auf der hervorragenden Organisation hier unter Betreuung hier am Stützpunkt in Großhadern. Man kriegt halt das Beste aus beiden Welten zusammen. Super Ausbildung und natürlich eine wunderbare Karriere beim Sport, im Judo-Bereich jetzt bei uns. Die Spitzensportförderung bei der Bayerischen Polizei wurde 2012 durch den Innenminister Herrmann ins Leben gerufen. Die Aufgabe wurde der Bayerischen Bereitschaftspolizei übertragen, eine Konzeption zu entwickeln, Spitzensport auf Weltniveau in Kombination mit einer beruflichen Ausbildung, wie man das kombinieren kann. Wir bemühen uns, unsere Sportler wirklich sehr, sehr intensiv zu betreuen, dass unsere Sportlerinnen und Sportler eine fundierte, erfolgreiche Polizeiausbildung dann auch abschließen können. Ja, man hat einfach einen sicheren Beruf nach dem Leistungssport und das ist sehr viel wert, wenn man eben auch im Kopf eben ganz genau weiß, ich bin abgesichert und ich kann mich jetzt voll auf den Sport fokussieren. Dadurch, dass es ja so aufgeteilt ist, dass wir 4 Monate im Jahr Ausbildung haben und 8 Monate freigestellt sind für den Sport, lässt sich das eigentlich sehr gut kombinieren, weil in den 8 Monaten kann man sich dann zu 100% eigentlich auf den Sport konzentrieren und in den 4 Monaten, wo man dann vor Ort bei der Ausbildung ist, hast du dann halt Zeit zum Trainieren, aber gleichzeitig auch dich auf die Polizei zu konzentrieren. Da haben wir auch ein bisschen weniger Training und weniger Turniere oder Wettkämpfe und dadurch lässt sich das ganz gut vereinbaren. Unsere Ausbilder, die haben jedem von uns beigebracht, dass man den Polizeiberuf lieben lernt. Und jeder war stolz, auch Polizist zu sein, nachdem man die Abschlussprüfungen bestanden hat. Und das zweite sehr interessante fand ich immer die Kommunikation mit den anderen Sportlern, ja, mit meinen Klassenkameraden, wie deren Leben aussieht, wie deren Trainingsalltag aussieht. Wir können uns Leistungssport auf höchster Ebene ohne die Bayerische Polizei eigentlich nicht mehr vorstellen.